Dankeschön, Dankeschön auch für die kleine Show-Einlage eben. Im heutigen Programm steht ja vor allem Technologie allgemein. Aber ich möchte mich in meinem Vortrag jetzt vor allem den interaktiven Medien und Technologien widmen. Gerade in Bezug auf Kommunikation im Raum sind aktuelle Medienentwicklungen wie das Internet der Dinge oder Intelligenz in den Raum einzubauen immer mehr am Kommen und sehr interessant. Sie schlagen eine Brücke zwischen dem virtuellen und dem realen Raum und bringen so die Vorzüge beider Welten zusammen. Aber nur wenn man diese Technologien sehr zielgerichtet einsetzt, können sie ein Event auch erfolgreich unterstützen und nicht nur zu einem aufgeblasenen Medienspektakel und einem sehr kostenintensiven noch dazu werden. Das gilt übrigens unabhängig von allen Technologien auch in Zukunft. Na? Einen Augenblick, das ist die Technik. Kann es sein, dass das gute Stück keine Batterie mehr hat? Gut, der Kollege. Ja. Geht er jetzt? Ah. Gut. Weiter geht's. Weiche Faktoren wie eine gute Geschichte, Angemessenheit und eine einfache Anwendung sind entscheidend dafür, ob die Botschaft erfolgreich übermittelt werden kann. Man kann auch Geld sparen, wenn man sich zuerst über das Ziel einig wird und dann überlegt, mit welcher Technologie man dieses Ziel am erfolgreichsten und schnellsten erreichen kann. Als Beispiel hier ein Projekt von Miller & Partner, wo ich arbeite. Zum 25-jährigen Jubiläum der Agentur hat unser Innovationslabor nicht viel gebraucht, um dieses Projekt, das Circuit, auf die Beine zu stellen. Ein bisschen Open Source Hardware und Software, ein paar Stunden zwischen den laufenden Projekten und zwei 3D gedruckte grüne Hände haben ausgereicht. Das Circuit funktioniert folgendermaßen. Der Stromkreislauf zwischen diesen beiden Händen muss geschlossen werden. Und dies kann zum Beispiel passieren, indem die Mitarbeiter sich an den Händen nehmen, dadurch den Auslöser betätigen und ein Foto aufgenommen wird. Das Ergebnis dieser Veranstaltung waren sehr, sehr viele Bilder von allen Mitarbeitern in unterschiedlichsten Konstellationen, ein riesiges Mitarbeiterpanorama, drei Awards, sehr lustige, teilweise kreative Lösungen für das Problem und eine Geschichte, die verbindet. Ohne eine gute Story wird der Medieneinsatz, der Einsatz von modernen Technologien schnell zum Medienspektakel. Eine runde Geschichte gibt dem Ganzen einen Rahmen und Sinn und Bedeutung. Und sie gibt dem Besucher die Chance, in die Interaktion einzutauchen und mit dem Ort und den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Denn Events sind eben auch immer Orte, die teilweise mehr oder weniger fremd sind, an denen viele Menschen uns viele Menschen begegnen, die wir auch nicht kennen, viele fremde Menschen sind. Und eine gute Geschichte hilft uns dabei, diese Menschen dort abzuholen. Auch bei hochkomplexer, komplizierter Technologie ist es die Qualität einer Geschichte, die darüber entscheidet, ob die Botschaft den Empfänger erreicht. Dabei muss die Geschichte nicht sehr komplex sein. Sie kann sehr einfach und kurz sein, um zum Beispiel als Door-Opener, als kommunikativer Türöffner zu funktionieren. Hier in diesem Beispiel sehen wir einen Vorhang, der von Niklas Roy entwickelt wurde, um Passanten zu verfolgen, die versuchen, Einblick in sein Atelier zu erhaschen. Dieser Vorhang, normalerweise eher Symbol für Privatsphäre, zieht hiermit durch sein freches Verhalten die Aufmerksamkeit aller Passanten auf sich und auch Menschen, die eigentlich kein Interesse an dem Atelier hatten, wollen jetzt wissen, was sich dahinter verbirgt und was es damit auf sich hat. Eine gute Geschichte ist also immersiv und überzeugend, auch wenn die Technik sehr einfach ist. Und eine schlechte und inkonsistente Geschichte wird eben auch niemanden überzeugen, wenn die Technologie sehr komplex, schwierig zu fassen und aufwendig ist. Wenn man sich also auf die Geschichte konzentriert und weniger auf die Technologie, hat man gute Chancen, diese Technikfalle zu umgehen. Technische Spielereien sind ohnehin immer weniger überzeugend, da wir gesättigt sind
und auch von vielerlei anderen Medien in anderen Bereichen unseres Lebens verwöhnt. Bei der räumlichen Inszenierung sollte man sich deswegen vor allem auf die Stärken des Raums konzentrieren und diese auch einsetzen. Technologie kann dabei helfen, diese Vorzüge des realen Raums, des Vor-Ort-Erlebnisses zu verstärken und den Raum auch mit neuen Funktionen und Möglichkeiten aufzuladen. Der Ort wird hier zum Gegenstand einer Unterhaltung, ohne dabei selbst das Thema zu werden. Oder wie mein Kollege Ingo Wörner gerne zu sagen pflegt, ein interaktives Lagerfeuer sein für die Unterhaltung. Die Geschichte soll also dem Inhalt und dem Raum verschrieben sein, nicht aber den eigenen Interessen. Absatzzahlen, mediale Reichweite, PS sind keine immersive Geschichte, es sind Fakten, die für die nächste Jahresvollversammlung funktionieren. Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass die Geschichte, die erzählt wird, nur hier und jetzt funktioniert und nur hier erzählt werden kann. Der Ort und die Geschichte müssen zusammen etwas bieten, was man eben nicht zu Hause oder im Büro oder andernorts erleben kann. Hier kann Technologie dann beeindrucken und nicht beliebig werden oder austauschbar sein. Denn Technologie macht per se uninteressante Botschaften nicht interessanter. Dass Technologie einer Geschichte mehr Tiefe und Breite geben kann, zeigt dieses Beispiel bei den amerikanischen Vorentscheidungen zu Olympia. Diese wurden gesponsert von Nike und fanden auch in den Nike Headquarters statt. Eine Heatmap visualisierte die aktiven Laufstrecken von Usern um das Headquarter herum und die Besucher dieser Vorentscheidungen konnten diesen folgen, diese Strecken für sich selbst abspeichern, sie kommentieren und teilen. Und damit schuf Nike eine Verbindung nicht nur zwischen den Sportlern in den Stadien und den Besuchern, sondern auch allen Sportlern der Umgebung. Technologie kann auch zusammenführen, Gemeinsamkeiten aufdecken. Zum Beispiel hier in San Francisco. Dieses Stadtviertel, diese Applikation half den Bewohnern des Stadtviertels, dem Stadtviertel ein Gesicht zu geben. 30.000 Menschen insgesamt ließen sich vor diesem inszenierten Schaufenster, welches in einem verlassenen Shop inszeniert wurde, fotografieren. Die Fotos wiederum wurden dann sofort auf eine gegenüberliegende Häuserfassade projiziert, wo die Gesichter für mehrere Blocks weit für die Nachbarn sichtbar wurden. Über 6 Monate hinweg war diese Installation aktiv und Nachbarn und Bewohner dieses Viertels trafen sich dort regelmäßig und trafen eben auch vorbeiziehende Besucher dieses Viertels und kamen ins Gespräch. Inhalte erzeugen, ein Autor zu sein und Inhalte zu tauschen, kann Menschen hier zu einer gemeinsamen Kommunikation führen. Das Beisteuern, Ändern, Teilen von Inhalten kann auch eine Herausforderung sein. Es setzt besondere Ansprüche an den Betrieb während einer Veranstaltung. Zum Beispiel das redaktionelle Controlling, um zu verhindern, dass ungewünschte Nachrichten auf einer Häuserwand erscheinen oder Gesichter oder Botschaften. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade im realen Raum, im Gegensatz zum virtuellen Raum, wie etwa bei Facebook, der Wille, diese Inszenierung oder diese Interaktionsmöglichkeiten zu missbrauchen, wesentlich geringer ist, weil die gefühlte Anonymität im Netz wesentlich höher ist als an einem realen Ort. Der Aufwand hängt dabei auch immer stark von der Tonalität der Veranstaltung und den Teilnehmenden ab. Dass Mut und Vertrauen in den User belohnt werden kann, zeigt dieses Beispiel aus Anchorage in Alaska. Diese Highschool weist eine der höchsten Durchmischungen verschiedener Nationalitäten unter den Schülern in den gesamten USA auf. Man könnte jetzt voreilig Schlüsse ziehen und denken, viele Jugendliche, ein Melting Pot, das sorgt sicherlich für viel redaktionellen Controlling-Aufwand. Hier rechts im Bild zu sehen, die Bibliothek der Schule. Dort konnten die Schüler ein Porträt von sich aufnehmen, welches dann über den beiden Haupteingängen der Schule inszeniert wurde. Die Porträts wurden in verschiedene Teile aufgesplittet und dann mit den Gesichtern der anderen Mitschüler kombiniert. Dadurch entstand eine Collage aller Schüler, die den Charakter der Schule nach außen hin
sehr eindeutig kommunizierte, aber eben auch nach innen hin. Auf ein Controlling wurde hierbei nicht verzichtet, aber es stellte sich heraus, dass die Geschichte so stark ist und die Schüler sich so sehr damit identifizierten, dass ein Missbrauch de facto nicht auftrat. Genauso wichtig wie eine gute Geschichte ist die Angemessenheit, sie angemessen zu erzählen. Um angemessen gestalten zu können, sollte man sich vorab einige kurze Fragen stellen. Wie ist die Situation? Ist es eine geführte Situation? Gibt es einen Presenter, einen Guide? Dann sollte die Technologie den Guide immer nur unterstützen und ihm nicht die Show stehlen. Ist es eine halb geführte Situation? Gibt es zum Beispiel Hosts und Hostessen, die Usern dabei helfen können, Frustration zu vermeiden, wenn sie eine interaktive Station nicht gleich verstehen? Oder im Gegensatz dazu ist die Situation ein Free-Flow, in dem die User ganz frei agieren können und dies natürlich hohe Ansprüche an die Zugänglichkeit des Mediums stellt. Wer sind die User? Sind es einzelne User? Sind es mehrere User, die untereinander interagieren und kommunizieren sollen? Oder ist es eben zum Beispiel ein Presenter und ein Zuhörer oder mehrere Zuhörer? Und für wen machen wir das eigentlich alles? Für alle? Für viele? Es ist manchmal ganz gut, lieber 20% der User zu 100% glücklich zu machen, als 100% der User zu 20% zufriedenzustellen. Dann eine begeisterte Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet sich wesentlich zielgerichteter als ein war ganz nett von allen. In diesem Zusammenhang ist eine zielgruppenorientierte Ansprache Gold wert. Zum Beispiel kann man sich die Frage stellen, sind es Laien, die ich erreichen möchte? Sind es Experten? Sind es junge Menschen, Kinder, Erwachsene? Oder ist ein bestimmter kultureller Hintergrund zu berücksichtigen oder kommen sogar mehrere kulturelle Hintergründe zusammen? Oder geht es, wie häufig auch bei Events, um ein ganz spezielles Publikum, zum Beispiel um Gamer oder Sportler? Erwachsene Menschen zum Beispiel spielen gerne Spiele, aber eher keine Kinderspiele. In diesem Zusammenhang sollte man Albernheit nicht mit Spaß verwechseln. Eine Selfie-Station zum Beispiel ist nicht immer die richtige Lösung, nur weil es gerade trendig ist. Spaß und eine Prise Ernst können aber sehr gut kombiniert werden, zum Beispiel in einem Wettkampf. Dieser Mini-Event im Event, der hier ausgerufen wird, bringt Menschen zusammen an einen Tisch oder auf ein Laufband. Man sollte sich aber dabei immer fragen, ob eine spielerische Atmosphäre für den Event auch angemessen ist oder ob es eher als unseriös gilt. Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich einige Notwendigkeiten und Implikationen bei der Konzeption und Gestaltung interaktiver Medien im Raum. Beispielsweise in einer Presenter-Situation sollte die Technologie den Presenter unterstützen oder den Hintergrund liefern für ein persönliches Gespräch. Und junge Menschen haben eine wesentlich höhere Toleranz bei der Benutzung von interaktiven Medien als etwa alte Menschen, die wesentlich schneller frustriert sind und dadurch desinteressiert. Und manche Situationen verbieten auch den Einsatz diverser Technologien von vornherein, beispielsweise Touch-Technologien, denn um diese bedienen zu müssen, muss ich immer sehen, wohin ich drücke. Im Gegensatz zu einem Klicker, den ich wunderbar blind in meiner Hosentasche bedienen kann und bei dem auch der Blickkontakt zu meinem Gesprächspartner nie abreißt. Der Klicker in seiner einfachen Interaktion bringt mich auch dann zu meinem nächsten Punkt, der Zugänglichkeit. Die Zugänglichkeit ist eng mit der Angemessenheit und der richtigen Geschichte verbunden. Speziell gemeint ist hier der Zugang zur Technologie, zum Medium. Affordance und Discoverability sind zwei entscheidende Begriffe aus dem Interaktionsdesign. Affordance bedeutet, dass das Medium dem Nutzer zeigen soll, was er tun kann oder was er tun soll. Dabei ist es wichtig, dass der Zugang immer schnell, unkompliziert und eindeutig ist. Man will zum Beispiel auf einem Event ja keine Manuals lesen und sich auch nicht die Blöße geben, dass man etwas nicht verstanden hat oder eine Technologie nicht durchschaut. In diesem Zusammenhang reicht der kleinste Funken von Unsicherheit beim User aus, um lieber weiterzugehen, als etwas auszuprobieren. Discoverability wiederum beschreibt, dass der User sich alles selbst erschließen können sollte. In diesem im besten Fall kein Host oder Hostess benötigt wird. Was wir hier sehen, ist eine spielerische Applikation,
bei der man durch Auflegen von Noten auf einen Tisch Töne erzeugen kann. Durch Auflegen der verschiedenen Noten kann man sich nach und nach deren Bedeutung erschließen und so auch den gesamten Funktionsumfang dieses Tisches. Viele Menschen glauben nämlich in diesem Zusammenhang auch, dass wenn das System, ein interaktives System, nicht so reagiert, wie sie es gedacht hatten, dass sie einen Fehler gemacht haben. Es ist aber meistens genau umgekehrt, dass es ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass das Design des Mediums Unzulänglichkeiten aufweist und ausgebessert werden sollte. Und dies sollte man den User auch immer wissen lassen. Interaktion im Raum ist auch immer Interaktion im öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum. Deswegen ist es besonders bei Gestensteuerungen wichtig, darauf zu achten, dass Menschen sich nicht gerne zum Affen machen, vor allem wenn man von einem professionellen oder einem ernsthaften Rahmen ausgeht. Der Raum kann aber auch die Kommunikation fördern und Menschen zusammenbringen und dann der Technologie wiederum Platz machen, um eine Geschichte zu erzählen, wie hier ein runder Tisch, der Menschen zusammenbringt. Technologie kann auch helfen beim Erstzugang, beim Erstkontakt. Zum Beispiel können Informationen aus sozialen Medien herangezogen werden, um mich zu informieren, ob ich jemanden auf diesem Event kenne oder jemanden kenne, der jemanden kennt, der in dem gleichen Vortrag sitzt und dadurch einen Erstkontakt herstellen könnte. Oder man könnte vor einem Event Informationen abfragen, Interessen der Beteiligten und dann bei Übereinstimmung solcher Interessen direkt ein Einstiegsthema für ein Gespräch haben. Wann macht es Sinn, Technologie überhaupt gar nicht zu zeigen? Hier sehen wir das Nothing, eine Pappe, die per se auch nur mal eine klappbare Pappe ist. Hält man sie dann jedoch in das Licht einer Projektion, wird dies zu einem multimedialen Interface, mit dem man viele Informationen erschließen kann. Von der Technologie dahinter ist außerdem Lichtstrahl nichts zu sehen. Es ist einfach, nahbar, fast unkaputtbar und wenn es kaputtbar ist, wirft man es weg und holt sich eine neue Pappe. Also die Hürden sind sehr niedrig, um sich diesem Medium zu nähern. Wenn der Fokus auf der Geschichte liegen soll und eben nicht auf der Technik, wenn nicht über die Technik geredet werden soll, dann ist es immer gut, die Technologie hinter der Geschichte zu verstecken. Je mehr es einem gelingt, diese zu verstecken, desto stärker, immersiver wird die Geschichte und beeindruckender. Der Raum ist ein entscheidender Faktor bei der Konzeption von interaktiven Medien und der Kommunikation im Raum. Er kann zu einem Erlebnis führen, das man zu Hause am Computer eben nicht erlebt. Der Raum kann Medien fassen, sie gruppieren, sie in eine logische Reihenfolge bringen und dadurch zur Zugänglichkeit beitragen. Zum Beispiel hier durch die Ausprägung des Mediums selber, die räumliche Ausprägung eines Geländers. In dieser Station hält man die Ellenbogen auf das Geländer, hält sich die Ohren zu und in diesem Moment wird über einen Körperschall durch die Knochen Tonaufnahmen übertragen, die man dann hören kann. In diesem Fall sind es die Fliegerangriffe auf Dresden, die genau an diesem Ort stattgefunden haben. Aber Technologie kann auch Räume zusammenbringen, mehrere Standorte zu einer gemeinsamen Geschichte verbinden. Etwa hier ein Beispiel von Coca-Cola. Die Firma hat viele Getränkeautomaten weltweit aufgestellt, dieser Art. Und es damit ermöglicht, dass Passanten in ihrem alltäglichen Leben Menschen auf der anderen Seite des Globus eine Coke spendieren konnten, zusammen mit einer Videobotschaft. Alleine zwischen Indien und Pakistan wurden so 10.000 Dosen Coca-Cola geteilt in 3 Tagen. Und Technologie kann auch Zeit überbrücken, ein Event über die Zeit bringen, wie in diesem Beispiel zur 400-Jahresfeier von Mannheim. Dafür wurde ein mobiles Klanglabor entwickelt, das quer durch Deutschland auf Tour ging. Ein Bestandteil dieses Klanglabors war es, dass die Benutzer, die Besucher, den Jubiläumssong remixen konnten, selbst Teile einsingen konnten, sich einzelne Samples austauschen konnten und dann am Ende, wenn ihr eigener persönliche Variante dieses Songs fertig war, sich ihn abspeichern konnten, mitnehmen konnten auf einen dieser Würfel, die wir hier sehen.
und dann wieder zu Hause angekommen, über den Würfel auch online zugänglich machen konnten, mit Freunden teilen konnten und andere Remixe anderer User anhören und kommentieren konnten. Dadurch wurde zwischen den Stationen dieses Exponats die Kommunikation aufrechterhalten und der Event kam nicht zum Erliegen. Interaktive Konzeptionen können sehr kosten- und zeitintensiv sein. Da kann es sehr sinnvoll sein, sich Gedanken darüber zu machen, nicht nur über diesen Event, sondern auch das nächste und das übernächste Event. Denn, wie in diesem Beispiel für Mercedes, ging es um ein adaptives Exponatsystem, das in seiner Ausprägung, auch räumlich und auch im Interaktionsdesign, sehr viele Gemeinsamkeiten aufwies. Durch diese Gemeinsamkeiten und technischen Fragen, die schon vorab einmal initial geklärt werden konnten, war dann für weitere Entwicklungen, für neue Exponate, für neue Events mehr Zeit da, um in die Tiefe zu gehen und die Exponate sehr auf den Punkt und sehr hochwertig, wie man sieht, zum Ende zu bringen. Das kann auch sehr interessant sein für Events, bei denen wiederkehrende Besucher teilnehmen. Wenn Sie Besucher haben, die immer wieder kommen, dann können Sie Interaktionen auch etwas komplexer gestalten oder sie von Event zu Event immer komplexer werden lassen, den User sozusagen mit dem Event erziehen. Wichtig ist dabei nur natürlich immer, auch in diesem Beispiel, dass die Geschichten immer neue sind und dass auch die Gestaltung, dass Verbesserungen in diesen Medien, in diesen Exponaten immer wieder stattfinden, damit es nicht langweilig wird. Dies sind also meine drei zentralen Aspekte, die bei der Gestaltung von interaktiven Medien und dem Einsatz von interaktiven Technologien im Raum berücksichtigt werden sollten. Eine verbindende und konsistente Geschichte zu erzählen, eine glaubwürdige Geschichte zu erzählen und dabei eine Zugänglichkeit zu schaffen, damit der User leicht und einfach an die Botschaft kommt, erzeugt beim User Interesse und Begeisterung und schafft es so, Kommunikation anzuregen. Aber Menschen bringt man auch am besten zusammen, wenn die Technologie nicht im Fokus steht. Vielen Dank.